Hallo, ich bin Patrick, ich bin hier der Inhaber dieser Akademie, Akademie Bernburg, betreibe diese Akademie seit 8 Jahren und möchte mich jetzt noch mehr in diesem Boxsport etablieren, wozu ich mir natürlich einen starken Partner an die Seite mitgezogen habe. Das ist von der Stieglitz Akademie der Basti mit. Bernburg stand mal für ganz großartige Boxer. Und ich denke, da sind wir auf dem besten Weg, mit dieser Boxakademie wieder ganz weit vorne mitzumischen. Und wie schon Robert so schön gesagt hat, er möchte ja den nächsten Weltmeister aus Bernburg sehen. Ja, Patrick und ich, wir kennen uns ja schon mehrere Jahre. Wir haben auch vor ein paar Jahren die Trainerlizenz zusammen gemacht im Boxverband Sachsen-Anhalt. Und die Verbindung ist immer geblieben zwischen uns. Er hat uns beobachtet, ich habe ihn beobachtet und jetzt durch einen Trainerwechsel hat sich das ergeben, dass er uns angesprochen hat, ob wir nicht Möglichkeiten haben, Kapazitäten trainermäßig. Und da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, es ist nicht so einfach, gute Trainer zu finden heutzutage. Und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen mit Robert Woge. Wie sieht's aus, Robert, hast du nicht Lust, noch mal was zu machen im Trainerbereich? Und er sagt, wir gucken, wir setzen uns hin, machen die Gespräche und ja, dann hat sich das dann mit dem Enrico Wolf dazu noch ergeben, passende Ergänzung zum Robert. Beide langjährige Aktive im Amateurbereich, auch im Profibereich. Und wir als Verein sind natürlich gerade daran interessiert, dass der Boxsport in Sachsen-Anhalt erhalten bleibt und auch natürlich, dass die Sportler oben in der Spitze in Deutschland mitboxen. Ja. Namen von Robert Stieglitz, von unserem Vorbild und für den Namen zu boxen, das ist schon, sollte schon eine Ehre sein und das sollte nicht selbstverständlich sein. Wir hatten damals keinen Verein, keine Trainingsmöglichkeiten in Magdeburg mehr, haben dann übergangsweise beim BCM trainiert, haben aber immer den Gedanken gehabt, wir machen uns irgendwann eigenständig, unabhängig von anderen Vereinen, von anderen Vorsitzenden und so weiter. Wir wollen unsere eigene Arbeit machen. Haben uns dann lange mit Robert, waren auf der Suche nach Halle, haben dann eine gefunden in Hohenwarslingen, wir sind am Rand von Magdeburg und das hat alles gepasst. Haben dann unseren Verein gegründet mit Robert Stieglitz gemeinsam. Ist immer präsent und die Jungs können auch mit Fragen, auch wenn es das Boxerische ist, können ihn fragen und er hilft immer weit. Wir haben natürlich, was ich dazu sagen muss, Andres Sviridov, ja, unser langjähriger Trainer, was unser Cheftrainer ist. Der macht hier eine super Arbeit mit den Wettkämpfern. Ohne ihn würden die Wettkämpfer nicht oben in Deutschland in der Spitze mitboxen. Das ist einfach so. Also, und wir haben das Ziel, die Nummer 1 zu sein in Sachsen-Anhalt. Das ist unser Anspruch. Und dafür arbeiten wir hart. Und da passt dieses Projekt ja natürlich mit diesem Trainerteam in der Akademie in Bernburg. Breites Spektrum im Fitnessboxenbereich. Aktive Boxer natürlich auch, das ist der Sache geschuldet, weil hier natürlich auch der Toni Winkler als Trainer aktiv war, der natürlich auch Wettkämpfer mitgebracht hat und das Ganze zu festigen natürlich und das Ganze natürlich auch zu formen. Deswegen wollen wir natürlich der ganzen Sache einen neuen Glanz verleihen. Ja, wir haben jetzt hier ein erfahrenes Trainerteam mit Enrico Wolf und Robert Woge. Aktive Boxer im Amateurbereich, mehr als 150 Kämpfe beide. Und Robert war ein sehr guter Profi bei Uli Wegner. Und das sind jetzt die Leute, die das Händchen dafür haben, um hier die Sportler herauszufiltern, die das Zeug dazu haben, später mal im Ring zu stehen. Und wir geben natürlich den Jungs mit unserer Akademie auch die Möglichkeit, natürlich sich dann zu präsentieren im Amateurbereich, auch im Profibereich. Bernburg soll, wie schon Patrick gesagt hat, wieder eine Boxhochburg werden, wie es auch vor 150 Jahren schon mal war. Hier kamen große Namen her, hier sollen wieder große Namen herkommen. Und das ist unser Ziel. Und dafür sind jetzt natürlich die Trainer hier vor Ort zuständig, diese Jungs rauszufiltern. Also wer Lust hat, ist gerne bei uns hier gesehen. Das Training findet an mehreren Tagen in der Woche statt. Alle Informationen dazu könnt ihr gerne erfragen. Entweder auf Facebook, Instagram oder auf unserer Internetseite, da stehen dann alle Infos. Oder ihr könnt natürlich gerne bei uns anrufen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn die ganze Sache hier wächst und wir wieder eine starke Hochburg draus machen. Ganz Bernburg. Bernburg.